birthday to you. Liebe KCC, wir feiern gemeinsam mit euch euer 5-jähriges Pastor Dom und Sarah. Wir lieben euch, wir feiern, was ihr macht. Danke für eure Investition in Deutschland. Ihr seid ein Riesenvorbild. Bis dann! Happy birthday, Cone City Church. It's Rich Martin here from Life Church in England. And I want to say a massive, huge, huge well done. 5 years is incredible for everyone who's ever served in this church, opened the door, helped with hosting, looked after children, done the sound, the lighting, put things out on seats, helped midweek. Just want to say a massive well done. 5 years is not easy. And also to Dom and Sarah, you guys are incredible. We love you. Sending big love from England. Well done on 5 years. Hey, 5 Jahre KCC, was für eine erstaunliche Geschichte Gottes, und ihr habt so einen genialen Spirit und so unfassbar großartige Pastoren. Ich feiere euch, feiert hart an diesem Tag, macht euch ready für noch so viel mehr, was Gott in Zukunft mit euch machen will. Gottes Segen euch. Herzlichen Glückwunsch für die Köln City Church zum 5-jährigen Bestehen. Und wir wünschen euch für die nächsten Jahre Gottes Segen und dass ihr richtig was bewegt bei uns in Deutschland. Schön, dass es euch gibt. Happy Birthday, Köln City Church. Ganz liebe Grüße hier von Antonio Weil aus der Move Church. Hey, ihr habt atemberaubende Pastoren mit Sarah und Dom und ihr habt eine atemberaubende Geschichte hinter euch mit dem, was Gott alles bis jetzt schon getan hat und was er alles noch tun wird. Und wir wünschen euch ganz viel Segen, ganz viel Kraft, ganz viele Wunder, ganz viel Heiliger Geist für die nächste Etappe, die auf euch zukommt. Liebe Grüße. Hey, Dom, Sarah, all the team and the church, congratulations on 5 years. I don't know where that 5 years went, but it's gone fast. Congratulations, have a great day. What you've achieved in 5 years is remarkable. And the best is yet to come. Talk to you soon. Herzlichen Glückwunsch, KCC. Es ist total genial zu sehen, was Gott in und durch eure Kirche alles getan hat. Ihr seid eine Inspiration für unser Land. Vielen Dank, KCC, und ganz besonders vielen Dank, Sarah und Dom, für eure Bereitschaft, euch so von Gott gebrauchen zu lassen. Köln City Church, ihr feiert Geburtstag. Yay, und wir gratulieren euch ganz herzlich. Wir haben das Gefühl, seid Familie für uns, und wir feuern euch an. Wir beten dafür, dass die nächsten 5 Jahre der Knaller werden, dass ihr so viele Wunder erlebt und in Stärke nach vorne geht. Wir lieben euch. Hallo liebe KCC, liebe Grüße von euren Nachbarn aus der Credo-Kirche in Wuppertal. Happy Birthday! Wir feiern euch, wir lieben euch und wir sind so begeistert zu sehen, was Gott die letzten Jahre getan hat. Die nächsten Jahre werden noch besser und wir feuern euch an. Happy Birthday, KCC! Ihr seid absolut spitze. Ihr bringt Kultur und ihr baut Kirche und ihr habt den 5. Geburtstag. Wir wollen euch herzlich beglückwünschen. Ihr seid Vorbilder. Wir lieben euch. Grüße aus dem Schwarzwald. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Köln City Church. So genial, dass du mit dabei bist. Wir begrüßen dich ganz herzlich, Family, Friends, alle, die heute mit dazu sind, dazu geschaltet haben, um einen weiteren Gottesdienst mit uns zu feiern. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute feiern wir als Köln City Church 5 Jahre Jubiläum. Vor 5 Jahren haben wir mit einem Traum in unserem Herzen in Köln diese Kirche gestartet und wir wollen heute zurückblicken auf das, was Gott in den letzten 5 Jahren getan hat. Vielleicht nutzt du die Chance und gibst deinem Nachbarn ein High Five oder ein Y Five als Begrüßung, und wir sind so dankbar, dass du heute mit dabei bist. In der Bibel steht, dass wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, dass Jesus in ihrer Mitte ist. Wir sind fest davon überzeugt, dass Jesus gerade da ist, wo du bist. Lass uns deswegen erwarten, dass Gott heute zu uns spricht, dass er unsere Herzen bewegt, dass wir ihm heute ein Stückchen ähnlicher werden. Ich lade dich ein, wir laden dich ein, dich auf Gott zu fokussieren, dich bereit zu machen, ihn anzubeten. Du kannst gerne dazu aufstehen, dein Herz öffnen. Vielleicht willst du die Augen schließen und mitsingen. Ganz wie es dir passt. Nutze auf jeden Fall diese nächsten Minuten, um dich mit Gott zu connecten. Ich bete kurz mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du genau da bist, wo wir sind. Wir beten, dass du jetzt kommst in unsere Herzen, dass wir dich anbeten können, Herr, mit allem, was wir sind. Danke, dass du uns liebst. Wir lieben dich auch, Herr. Amen. Ja, lasst uns jetzt gemeinsam Gott sein Lob, das ihm gebührt, zusingen. Ja, Amen.
diesen Klang. Wie schön er ist, diesen Klang, wenn der Retter kommt, wo die Menschen zu ihm flehen. Er raucht sein Gewand und er hört Glauben, wenn ich sing. Ist alles für dich. Hör diesen Klang, wie schön er ist. Diesen Klang, wenn der Retter kommt, wo die Menschen zu ihm flehen. Er raucht sein Gewand und er hört Glauben, wenn ich bete. Oh, ich bete dich an. Oh, 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 wach auf, mein Herz. Wach auf, mein Herz, und sing, singe ihm sein Lob, singe ihm. Singe ihm sein Lob, singe ihm sein Lob. Yeah. Oh. Halleluja. Hör diesen Klang. Hör diesen Klang, der war. Ganz besonders, wenn wir als Einheit, als Kirche zusammen beten. Wir erleben so oft, dass wenn wir zusammen beten, dass Gott uns erhört, wie kraftvoll es ist, wenn wir als Kinder Gottes vor seinem Thron kommen und ihm die Anliegen bringen, die wir haben. Und wenn du betest, wenn du zu Gott rufst, dann kannst du die Gewissheit haben, dass er dein Gebet hört. In der Bibel in Psalm 18 und Vers 7 steht: In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Wenn wir zusammen beten, können wir darauf vertrauen, dass er unsere Gebete hört und dass er handelt
und dass er die Situation verändert. Deswegen möchten wir gerne uns einen Augenblick nehmen, um die Anliegen unserer Kirchenfamilie vor ihm zu bringen. Es gibt jemand, es gibt mehrere Leute, die Heilung brauchen von Krankheiten. Lass uns dafür beten. Herr Jesus, danke, dass du heute heilst, Herr. Wir beten, dass du da eingreifst, Herr, wo Krankheiten sind in deinem Leib. Wir beten, dass du Heilung schenkst, Herr. Jesus, wir beten für Führung in der Zukunft, Herr. Es hat sich so viel verändert in den letzten Monaten. Und wir beten, Herr, dass du als unser Hirte, dass du uns führst, dass du Türen öffnest, dass du uns den Weg zeigst, Herr. Vater, wir beten auch für Versorgung als deine Kinder. Danke, dass du uns versprichst, dass wenn wir dich um etwas bitten, dass du es schenkst. Und wir beten für Versorgung, sei es finanziell, sei es für Wohnungen, sei es für Arbeit, für Jobs, Herr. Wir beten, dass du auch da Türen öffnest, dass du Versorgung schenkst. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen können. Wir preisen dich, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Unser Lob gehört dir. Amen. Amen. Was er bewegt. Wieder wie nach Hause kommen. Also es gibt nichts für mich, echt nichts Vergleichbares. Was mir immer wieder durch den Kopf geht, wenn ich an die KCC denke, dann ist es, wie unglaublich es eigentlich ist, zu sehen, was da für ein Wachstum ist, was da für ein Wachstum entstanden ist in den letzten 5 Jahren. So der Team-Huddle zum Beispiel morgens, wenn du da mit allen Dream-Team dann zusammenstehst, keine Ahnung, 70, 80 Mann, das ist so ein Gefühl. Du stehst hier wirklich mit Leuten, die kämpfen einfach, denen ist das so wichtig, die haben dieselbe Leidenschaft wie du. Ich glaube, dass die Stärke von unserer Church darin liegt, nicht bei dem stehen zu bleiben, was schon erreicht wurde, sondern immer aufs Neue zu schauen, was können wir tun, was können wir besser tun oder was können wir anders tun, damit noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Stories, an die ich gerne dran zurückdenke, gibt es, glaube ich, unzählbar viele. Eine davon ist mit Sicherheit meine eigene Taufe. Ich war zu der Zeit schon echt einige Jahre mit Jesus unterwegs, aber ich hatte nie so diesen Wunsch und diesen Drang, das so festzumachen, wie in der Zeit, in der ich zur KCC gekommen bin, wo ich wusste, zu Jesus zu gehören, zu dieser Familie zu gehören, ist etwas, was ich einfach zeigen möchte. Und es war ein unglaubliches Erlebnis. Es war 2018, da war sie gerade ein Jahr alt, es war auch ihr Geburtstag, es war generell der ganze Tag war genial. Und es war so Hammer, irgendwie so zu merken, boah, dieses Kind wird jetzt in eine Kirche reingesegnet, wo ich denke, boah, das ist einfach so gut, weil das ist nicht nur jetzt eine 2-Jahres-Sache, sondern Sophie liebt diese Kirche jetzt schon mit einem Jahr und ist jetzt schon so Teil davon. Letztes Jahr, wo wir auf einmal das große Kino hatten, weil wir die normalen Kinos, die wir sonst haben, nicht haben können. Man merkte so, erst so, okay, krass. Und dann, ja, aber Gott wird das füllen. Und dann kamen wir dahin an dem Sonntag und es war so voll. Ja, 700 Leute. Und es war wirklich beeindruckend. Und da habe ich nochmal gedacht, wie geil in der Kirche zu sein, die einfach einen großen Raum mit durch Gott Vollmacht, also wo auch einfach der Glaube dann da ist. Ja. Wir nehmen jetzt den großen Raum. So. Das war gerade an diesem Vision Sunday für mich so ein Bild dafür, ja, ne? Wie die Kirche in so ein Vakuum reingeht und sagt, so, das ist jetzt das Vakuum, das muss jetzt Gott füllen. Das ist jetzt, aus mir heraus geht's nicht. Ja. Für mich ist es immer emotional. Also ich glaube, fast jeder Gottesdienst ist für mich sehr emotional. Sicherlich war die Taufe letztes Jahr einer meiner emotionalsten Höhepunkte. Definitiv habe ich auch nicht mit gerechnet, dass das so für mich verlaufen wird. Und die KCC ist für mich einfach, wie sie Gottesdienst und Kirche lebt, ist ein Pfeil auf Jesus. Und macht auch nicht ein Pfeil auf sich selbst, so, ne? Nach dem Motto, KCC, wir sind so cool, ist die KCC, aber der Pfeil geht nicht auf uns, sondern auf Jesus. Immer, jeden Sonntag, in jedem Meeting geht es auf Jesus.
Also als Dom und Sarah gestartet sind, haben sie gesagt, sie wollen eine Kirche bauen, zusammen mit den Menschen, die sich anschließen, die das Potenzial hat, eine ganze Stadt zu verändern. Und wir haben in den letzten 5 Jahren einfach so viele Zeugnisse erlebt, so viele Stories von Menschen, die heil und frei geworden sind. An dem Gottesdienst Sonntag, ich kenne nur die katholische Kirche, dementsprechend war das für mich alles komplett neu. Als die Musik losging, war bei mir schon, brachen alle Dämme, also die Tränen flossen. Und was für mich der absolute i-Tüpfelchen an dem Sonntag war, es war ein Zeugnissonntag. Das heißt, ich saß da und Leute kamen auf die Bühne und haben über Plakate gezeigt, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat. Und da wusste ich, okay, ich bin nicht die Einzige mit solchen crazy Dingen aus meinem Leben. Und dass es da jemanden gibt oder jemanden geben könnte, der mein Leben verändern wird. Und das war dann Jesus. Amen. So gut, mit euch gemeinsam heute diesen Gottesdienst zu feiern. Wir unterbrechen heute unsere Predigtserie, um uns auf 5 Jahre Köln City Church zu konzentrieren und euch gemeinsam mit hineinzunehmen in das, was passiert ist und das, was noch passieren wird. Wir lieben es, Geburtstage zu feiern. Wir lieben es zu feiern. Wir lieben es, einfach auf das zu schauen, was Gott getan hat. Und wir wollen heute auf 5 Jahre zurückschauen, in der wir als Kirche Unglaubliches schon erleben durften und wofür wir so unendlich dankbar sind. Und so viele von euch sind ein Teil davon und wir wollen es einfach gemeinsam mit euch heute richtig krachen lassen. Wir werden am Ende der Predigt eine Jubiläumskollekte einsammeln. Das haben wir jedes Jahr bis jetzt gemacht, wo wir investieren wollen in das, was Gott hier in Köln und darüber hinaus tut. Der Grund, warum wir hier stehen dürfen, warum wir Gottesdienst feiern dürfen, ist, weil so viele von euch schon mit investiert haben in den letzten Jahren in das, was Gott hier begonnen hat. Und wir wollen in das investieren, was er noch tun möchte in den nächsten Jahren. Deswegen auch jetzt schon die Ermutigung, dich bereit zu machen, einfach Gott zu fragen, was er dir aufs Herz gelegt hat. Unser Team hat sich vorbereitet, schon die letzten Wochen auf diesen Moment einfach hinein zu investieren in etwas Ewigliches. Und wir sind so dankbar, dass Gott sein Reich baut. Wir haben allein in dieser Corona-Zeit über 15 neue Live-Groups starten können. Wir haben über 70 Leute, die hinzugekommen sind in neue Live-Groups und ein Zuhause gefunden haben, ein geistiges Zuhause gefunden haben, hier bei uns in der Köln City Church. Und es ist so genial, dass wir als Kirche trotz der Umstände, trotz der Herausforderungen gewachsen sind. Und wir feiern 5 Jahre und Zahlen haben in der Bibel eine sehr wichtige Bedeutung. Und die Zahl 5 in der Bibel steht für Gottes Gnade. Für Gottes Gnade. Und darüber möchte ich heute mit euch predigen. Und ich habe euch einen Text mitgebracht aus Epheser, Kapitel 2, ab Vers 4. Da steht Folgendes. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr. Ich finde das so Hammer. Er liebte uns nicht nur sehr, sondern er liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Jesus neues Leben schenkte. Als er ihn von den Toten auferweckte, nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ich möchte heute über die 5 Gs der Gnade reden, die 5 Gs der Gnade. Und fände es Hammer, wenn wir zusammen am Anfang dafür beten können. Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass wir durch deine Gnade gerettet sind. Jesus, deine Gnade verändert uns. Deine Gnade ist so gut und deine Gnade ist ein Geschenk, was du uns schenkst, Jesus. Und wir danken dir für jeden Einzelnen, der in den letzten 5 Jahren deine Gnade erleben durfte durch das, was du getan hast in unserer Kirche. Wir danken dir, Jesus, für jeden Menschen, der einen Schritt auf dich zugemacht hat, der sein Herz geöffnet hat und dich eingeladen hat in sein Leben.
Jesus, wir geben dir die Ehre und wir glauben, dass das Beste noch vor uns liegt, dass die besten Jahre noch vor uns liegen für Köln, für unser Bundesland, für unser Land Deutschland, für Europa, für diese Welt. Wir glauben, Jesus, dass du noch ganz Großes vorhast und wir geben dir die Ehre jetzt schon dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Herr, die Zahl 5 ist unglaublich essentiell in der Bibel. Sie kommt 318 Mal vor. Und wenn du dir überlegst, was noch alles mit 5 zu tun hat, dann ist es mega spannend. Allein in der Schöpfung, Gott hat uns mit 5 Sinnen geschaffen. Wir haben 5 Finger, wir haben 5 Zehen. Und die ganze Bibel über siehst du immer wieder, dass 5 eine wichtige Rolle spielt. Jesus hat 5 Brote genommen und damit 5000 Menschen satt gemacht. Und wir sehen das immer wieder auch in den 10 Geboten zum Beispiel, dass die ersten 5 Gebote von unserer Beziehung mit Gott handeln und die zweiten 5 Gebote mit unserer Beziehung zu Menschen. Und die 5 steht für die Gnade Gottes. Und darum soll es heute gehen. Als wir vor 5 Jahren hier in Köln gelandet sind, nachdem wir 7 Jahre lang in England gelebt haben und in eine Stadt gekommen sind, die wir nicht kannten, die uns fremd war, wo wir die Leute nicht kannten, die kölsche Kultur nicht kannten, haben wir uns gefragt, okay Gott, was sollen wir in dieser Stadt machen, wie sollen wir starten? Und wir haben vor genau 5 Jahren mit Dinnerpartys angefangen. Wir haben vor ein paar Tagen die größte Dinnerpartys Köln gefeiert. Das war so cool, mit so vielen von euch gemeinsam, genau an diesem 1. Juli vor 5 Jahren, eine weitere Dinnerparty zu feiern. Und wir hatten nur einen Traum in unserem Herzen. Wir wussten nicht, was Gott vorhat, was er machen möchte. Und ich weiß noch, einer der ersten Team-Meetings war bei uns im Wohnzimmer und die Frage kam so zu mir, Dom, wird das eigentlich funktionieren? Wird das klappen, was wir uns hier vorstellen? Und ich musste sagen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass Gott uns aufs Herz gelegt hat, hier in Köln eine Kirche zu starten, wo Menschen Gott begegnen können, wo sie in ihrem Glauben, in ihrer Persönlichkeit wachsen sollen und wo sie ihre Gaben einsetzen sollen, um anderen Menschen zu dienen. Und dann sind wir losgegangen und wir haben diese Reise begonnen vor 5 Jahren. Und wenn wir heute zurückblicken, dann ist es unglaublich. Und es ist so genial zu sehen, dass unsere Wege nicht Gottes Wege sind und dass unsere Pläne nicht Gottes Pläne sind. Und ich möchte euch so 5 Gs mitgeben. Ne? Wir haben schon 3G gehabt von Internetverbindung, 4G, jetzt kommt bald 5G. Und ich möchte euch 5 Gs für 5 Jahre KCC mitgeben, 5 Gs der Gnade, wo ich einfach euch mit hineinnehmen möchte, in das, was ich glaube, was Gott dir heute mitgeben möchte an diesem Jubiläumsgottesdienst. Alright? Also, das erste G der Gnade ist ein Geschenk. In Vers 8 lesen wir, weil Gott so gnädig ist, hat er uns durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Gottes Gnade ist ein Geschenk. Du kannst es dir nicht verdienen mit Taten, mit ganz viel Tun und Machen, sondern du kannst es einfach empfangen. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und Jesus schenkt uns seine Gnade, damit seine Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Und diese Kirche ist nicht unsere Kirche, sondern es ist seine Kirche. Es sind seine Menschen, es ist seine Stadt, es ist sein Land, es ist seine Welt. Gott hat diese Welt geschaffen und wir haben die Chance, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen. Und es ist so unglaublich zu sehen, wie viele Menschen in den letzten Jahren dieses Geschenk schon angenommen haben. Ich meine, viele von uns kannten sich nicht. Wir kannten uns nicht. Wir haben uns kennengelernt irgendwie in den letzten Jahren. Manche kennen wir vielleicht schon jetzt 3 Jahre, 4 Jahre, manche vielleicht 5 oder erst 1. Aber es ist so krass, dass Gott irgendwie eine Truppe zusammenwürfelt von ganz vielen Menschen und auch in euren Live-Groups oder da, wo du heute bist. Du bist wahrscheinlich mit Menschen in deinem Wohnzimmer, die du vor 5 Jahren noch nicht kanntest. Und es ist unglaublich, dass Gott einfach so Fäden zusammenführt und Menschen einfach beschenkt mit seiner Gnade und dass wir dann in Gemeinschaft zusammenkommen können. Und das ist so stark. Und ich meine, Gott hat mir ganz persönlich seine Gnade geschenkt, als ich 19 Jahre alt war. Und ich weiß nicht, wann du diesen Moment hattest, wo du Gottes Gnade das erste Mal wirklich verstanden hast, aber ich war 19 und ich war drogensüchtig. Ich habe jeden Tag Drogen genommen. Wir waren in einem Kreislauf, der immer dunkler wurde und immer mehr in Kriminalität und Gewalt sich verfangen hat. Und mein Charakter, meine Ansichten war so weit weg von dem, was Gott sich vorgestellt hat, dass ich völlig hoffnungslos und perspektivlos von einem Tag ins andere gelebt hat.
gelebt habe. Aber es ist so genial, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Und es gab einen Moment in meinem Leben, wo Gott mir gezeigt hat, dass er mich liebt und dass er etwas vorhat in meinem Leben. Und dieser Abend hat alles verändert für mich. Und Gottes Gnade ist als allererstes ein Geschenk. Man kann es sich nicht verdienen. Und es ist so Hammer zu sehen. In den letzten 5 Jahren haben sich über 750 Menschen für Jesus entschieden. Über 750 Menschen haben eine persönliche Entscheidung getroffen, von denen wir wussten oder von denen wir gehört haben, die es uns mitgeteilt haben, durch eine Connect-Karte, durch ein Gespräch, wie auch immer, wo sie gesagt haben, ich möchte diese Gnade annehmen für mich persönlich. Und das ist so der Hammer, weil dadurch verändern sich nicht nur die Leben der Menschen, sondern auch die Leben drumherum, die Familien und die Angehörigen und die Nachbarn. Und es ist so genial zu sehen, was Gott tut mit seiner Gnade. Und wir beten, dass es noch Zehntausende werden in den nächsten Jahren. Das erste ist, dass Gnade ein Geschenk ist. Das zweite G von den 5 Gs der Gnade ist Geschwindigkeit. Wir leben in Zeiten gerade, wo alles super busy ist und hektisch und von einem Termin zum nächsten Termin hetzen und wir wissen manchmal gar nicht, wo uns der Kopf steht und brauchen manchmal so eine Krise wie jetzt, um auch bewusst entschleunigt zu werden und mehr zu Hause zu sein. Aber Geschwindigkeit ist so wichtig, wenn es um Gnade geht. Jesus hatte auf dieser Erde auch eine Geschwindigkeit, mit der er sein Leben gelebt hat. Und die Leute waren frustriert. Sie wollten, dass er mehr macht, dass er mehr Menschen heilt, in mehr Orte geht, vielleicht zu anderen Ländern noch reist. Aber Jesus hatte seine Geschwindigkeit, mit der er unterwegs war. Er war nie gestresst oder gehetzt, sondern er hat Tag für Tag einfach das gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Und das ist so krass, weil von seinem Potenzial her hätte Jesus noch viel mehr machen können. Er hätte noch in andere Länder reisen können, er hätte Cäsar vom Thron stürzen können, er hätte noch 100 Menschen mehr heilen können, aber er hat es nicht, weil er einen Auftrag hatte und diesen Auftrag hat er erfüllt. Die letzten Worte von Jesus am Kreuz waren, es ist vollbracht. Sein Auftrag war vollendet. Und ich glaube, für dich und für mich ist es so wichtig, dass wir lernen, in unserer Geschwindigkeit der Gnade das Leben zu leben. Dass du in der Geschwindigkeit lebst, wie Gott dir Gnade geschenkt hat für diese Zeit und für diesen Ort. Und das war ein riesen Augenöffner der letzten 5 Jahre für uns. Geschwindigkeit ist ein Riesenschlüssel. Und es ist so wichtig, dass du deine Geschwindigkeit findest in der Gnade, die dir Gott geschenkt hat. Jetzt gerade in deinem Abschnitt, wo du jetzt gerade bist in deinem Leben. Und dass du nicht irgendwie Dinge hinterher häschelst oder hetzt, die vielleicht gar nicht dein Auftrag sind gerade. Und Jesus hat es uns so hammer vorgemacht, dass er seinen Auftrag erfüllt hat, aber er hätte noch so viel mehr tun können. Und in der Kirche ist es genauso. Man kann noch immer so viel mehr tun. Noch ein Programm und noch jemand, der Jesus vielleicht nicht kennt. Und es ist irgendwie nie genug. Und man muss lernen, am Ende des Tages zu sagen, hey, es war ein guter Tag und ich gehe jetzt ins Bett und morgen ist ein neuer Tag. Und das ist ein Riesen-Learning der letzten 5 Jahre, so eine gewisse Ausgeglichenheit zu finden in diesem Karussell, in dieser Achterbahnfahrt, auf die Gott uns mitgenommen hat die letzten 5 Jahre. Also, finde deine Geschwindigkeit der Gnade und erlebe, wie Gott dich an Orte führt, wo du dich überrascht fühlst, dass er dir das anvertraut. Genau. Das dritte, also Geschenk, Geschwindigkeit, das dritte ist gemeinsam. Wir lesen hier in Vers 6, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Für uns war es so wichtig, in den letzten 5 Jahren immer wieder uns daran zurückzuerinnern, dass wir das nicht alleine machen hier, sondern dass wir das gemeinsam machen mit Jesus. Wir können die besten Pläne und Strategien entwickeln, aber wenn Jesus uns nicht führt, wenn er nicht seinen Segen darauf gibt, dann arbeiten wir umsonst. Und deswegen dieses gemeinsam mit Jesus ist so wichtig, diese Abhängigkeit, dass wir täglich uns abhängig machen von der Führung Gottes. Weil ganz ehrlich, ich hatte Tage, Wochen und Monate, wo ich aufgestanden bin und wo ich einfach keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Keine Ahnung, wie das weitergeht, keine Ahnung, wie wir den nächsten Schritt schaffen, keine Ahnung, wie man noch einen Gottesdienst hinzufügt oder noch einen Campus startet, keine Ahnung. Und in diesen Momenten ist es so Hammer zu wissen, okay, ich brauche keine Ahnung haben, solange Jesus die Ahnung hat. Und ich schmeiß mich auf ihn und sage, Jesus, es ist deine Kirche, es sind deine Leute und du musst jetzt irgendwas machen, damit es funktioniert. Und auch wenn das nicht vielleicht die
Musterantwort ist, die du dir vorgestellt hast, das ist die Story unserer Kirchengründung. Wir haben keine Ahnung und vertrauen darauf, dass Jesus Ahnung hat. Keine Ahnung, ob das jemand ermutigt, aber ich habe einfach gelernt so oft, weil ich habe eigentlich ständig Schiss, weil ich überhaupt nicht weiß, wie es laufen wird und wie Dinge funktionieren und sich entwickeln. Und weil ich weiß, wie schwach und begrenzt ich selber bin. Und ich weiß, wie ein Leben aussieht ohne Jesus. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ein Leben zu leben, ohne dass Jesus das Lenkrad und die Kontrolle hat. Und deswegen hänge ich mich an Jesus dran und ich klammer mich an ihn und sage, Jesus, nur mit dir zusammen können wir das machen. Ich brauche deine Gnade, um mit dir gemeinsam den Auftrag zu erfüllen, den du uns gegeben hast, hier in dieser Stadt Köln und darüber hinaus. Also Geschenk, Geschwindigkeit, gemeinsam. Das vierte und vielleicht unangenehmste ist Geduld. Was ein Wort. Ich habe gelernt, dass Gottes Gnade uns auch geduldig macht. Und Geduld bedeutet nicht zu warten. Geduld bedeutet, eine Haltung zu haben, während du wartest. Es ist eine Haltung, die du annimmst, während Dinge vielleicht noch nicht so passiert sind, wie du sie erwartet hast. Wenn Dinge noch nicht so eingetroffen sind, wie du sie vielleicht erhofft hast. Und Geduld ist einfach total wichtig. Und wir feiern heute 5 Jahre KCC. Aber ganz ehrlich, die Kirche hat schon vor weitaus mehr als 5 Jahren begonnen. Als ich 20 Jahre alt war, saß ich in einem Gottesdienst in einer Gemeinde, gar nicht weit von hier, und habe in dem Gottesdienst das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir redet. Und ich habe einen Raum gesehen, der war voll mit Menschen und die Bühne war komplett leer. Und es hat mich jemand von hinten angetippt in dieser Vision, in diesem Bild, und hat gesagt, Dom, du gehst nach vorne. Und ich habe mich umgedreht und habe gesagt, hä, ich? Nee, er geht nach vorne. Wieso soll ich denn nach vorne? Sie geht nach vorne. Ich gehe nicht nach vorne. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt angefangen habe, darüber nachzudenken, in diese Schiene zu gehen vom vollzeitigen Dienst oder vielleicht irgendwann mal vorne zu stehen, Pastor zu sein. Aber es ist nicht direkt passiert, sondern es folgten 11 Jahre. 11 Jahre der Vorbereitung, bevor wir vor 5 Jahren nach Deutschland gekommen sind und dann am 13.12.2015 unseren allerersten Gottesdienst gefeiert haben, wo ich nach vorne gegangen bin und das erste Mal gemerkt habe, krass, heute geht in Erfüllung, was Gott mir vor 11 Jahren gesagt hat. Und es waren 11 Jahre des Abwartens und der Vorbereitung auf das, was Gott machen möchte. Ich habe drei Jahre noch eine Ausbildung gemacht, dann sind wir nach England gezogen. Wir mussten 7 Jahre lang in einem Land leben, was wir nicht kannten, wo ich die Sprache nicht konnte, wo ich die Kultur nicht kannte. Die sind auf der falschen Straßenseite gefahren, haben komische Sachen gegessen. Aber es war so eine wichtige Zeit und es war eine Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Und ich möchte dich damit einfach ermutigen, dass Gott in deinem Leben jetzt gerade Dinge schon vorbereitet und er entwickelt sie. Und nur weil du noch nicht das siehst, vielleicht wovon du geträumt hast oder was Gott dir gesagt hat, bedeutet es nicht, dass es nicht eintreffen wird. Deswegen ist Geduld so wichtig, wenn du die Gnade Gottes verstehen willst. Es erfordert Geduld, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, da dran zu bleiben. Und mit Geduld, finde ich, gehört auch Gehorsam dazu. Ne, das ist für mich das Gleiche, dass eigentlich du Schritte gehst, so, wo du darauf vertraust, dass Gott irgendwann das erfüllen wird. Ich habe eine Jugend geleitet, eine Zeit lang in Birmingham. Da kamen teilweise 5 Leute und ich habe trotzdem ein Mikrofon benutzt. Weil ich gedacht habe, irgendwann werde ich in einem Raum stehen, wo ich wirklich ein Mikrofon brauche. Und deswegen nehme ich jetzt auch eins. Und ich habe in meinem Innersten was gesehen, was in dem Moment überhaupt nicht meine Realität war. Aber ich wusste, dass Gott zu mir geredet hat. Und ich möchte dich damit ermutigen, dass wir die Schritte gehen, die Gott uns gibt, in seiner Geschwindigkeit, in seiner Gnade für unser Leben, um dann zu erkennen, nach 3 Jahren, nach 4 Jahren, nach 5 Jahren, Wahnsinn Gott, was du getan hast in den letzten Jahren, das ist ja unglaublich. Also es erfordert Geduld und es erfordert Gehorsam, dass du darauf vertraust, dass Gott einen genialen Plan hat für dein Leben. Und in Galater 6, Vers 9 steht, deshalb werden wir nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten.
Ich liebe diese Formulierung. Zur gegebenen Zeit werden wir den entsprechenden Segen ernten. Das bedeutet, dass Gottes Gnade für dich verfügbar ist, dass er Dinge für dich vorbereitet hat und du Geduld brauchst und Gehorsam brauchst, die Schritte zu gehen, die Gott für dich vorbereitet hat, damit du in 5 Jahren, in 2 Jahren, in 10 Jahren sagen kannst, Wahnsinn, guck mal, wo Gott mich hingebracht hat, was er in meinem Leben getan hat. Also Geschenk, Geschwindigkeit, gemeinsam, Geduld und das Letzte ist, Gottes Gnade ist grenzenlos. Gottes Gnade ist grenzenlos. Was wir in den letzten 5 Jahren erlebt haben, war alles andere als geplant. Wir hätten niemals gedacht, dass so viele Leute in so kurzer Zeit dazukommen, dass wir uns multiplizieren und ständig multiplizieren müssen, dass wir uns ständig neu erfinden müssen. Aber wir haben einfach gemerkt, dass was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wir haben gemerkt, nur weil wir vielleicht eine begrenzte Vorstellungskraft haben, heißt das noch lange nicht, dass Gott auch so eine begrenzte Vorstellungskraft hat. Und es ist einfach der Hammer, zu sehen, was Gott getan hat in den letzten 5 Jahren. Und der Grund, warum wir als Kirche existieren, ist, damit noch mehr Menschen diese Gnade für sich persönlich empfangen. Und es ist so genial, einfach zu reflektieren, wer alles in den letzten 5 Jahren auf unterschiedliche Arten und Weisen Gottes Gnade erlebt hat für sich persönlich. Und ich kann mich an so viele Gespräche erinnern mit Leuten, die plötzlich verstanden haben, was Jesus für sie getan hat. Die verstanden haben, dass Gottes Gnade grenzenlos ist, dass seine Liebe grenzenlos ist. In Johannes 1, Vers 16 steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle, in einer anderen Übersetzung steht, und zwar grenzenlose Güte. Grenzenlose Güte. Gottes Gnade hat kein Ende. Und ich möchte dich einfach ermutigen damit, dass du verstehst, dass Gott etwas vorhat mit deinem Leben. Und er formt dich. Und die letzten 5 Jahre, es wurde nicht einfacher. Im Gegenteil, es wurde herausfordernder, aber wir wurden stärker. Ich habe wirklich gemerkt in den letzten Jahren, dass die Themen und auch der Gegenwind, dass er zugenommen hat. Aber ich habe gemerkt, dass ich stärker werde. Ich werde stärker durch Dinge, die gerade passieren. Und Gott formt uns. Und er lässt manchmal auch zu, dass wir Druck aushalten müssen, weil er genau weiß, dass Druck auch Kraft produziert. Und Druck produziert Durchhaltevermögen und Geduld. Und Druck brauchen wir manchmal. Wir beten besser, wenn wir ein bisschen Druck haben. Wir vertrauen besser. Yes, und ich habe so David vor Augen, der vor Goliath steht. Und meine Herren, das war auch ein ganz schöner Druck, ne? Und der so krass einfach antwortet und sagt, hey, du kommst zu mir mit dem Schwert und mit dem Speer, aber ich komme zu dir mit der Kraft des Herrn, der Herrscharen, und ihn einfach umhaut so. Und es ist so der Hammer, dass auch Herausforderungen und Dinge, die uns in den Weg gestellt werden, nicht dazu führen müssen, dass wir umfallen oder dass wir aufgeben, sondern Gottes Gnade hilft uns durchzuhalten bis zum Schluss. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du gerade in einer Phase bist, wo du sagst, meine Güte, irgendwie bricht hier alles gerade zusammen und super viel Unsicherheit und Verwirrung oder auch Fragen, dann möchte ich dir sagen, dass Gottes Gnade ist grenzenlos. Und Gott hat noch viel mehr mit dir vor, als das, was du jetzt schon erlebt hast. Wir glauben, dass Gott in den nächsten Jahren noch viel mehr machen möchte, als das, was wir in den letzten 5 Jahren schon gesehen haben. Weil seine Güte ist grenzenlos, seine Liebe ist grenzenlos und er hat so eine Sehnsucht danach, Menschen zu erreichen und ihnen zu zeigen, dass er sie liebt und dass seine Gnade auch für sie verfügbar ist. Ich möchte mit einem Vers abschließen und das ist in Epheser 3, Vers 20. Da steht, Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Hey, lern diesen Vers auswendig, schreib ihn dir irgendwo hin, häng ihn dir auf, nimm ihn mit in dein Portemonnaie, mach einen Screenshot, wie auch immer. Aber es ist so wichtig, dass du verstehst, dass Gott unendlich viel mehr tun kann, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur ausdenken können. Und wir schmeißen uns heute Morgen auf Gottes Gnade, die grenzenlos ist. Und die so viel mehr beinhaltet als das, was wir jetzt schon erlebt haben. Herr, wir sind so dankbar für das, was Gott in den letzten 5 Jahren getan hat. Und wir wollen uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir investieren in das, was kommt. Wir haben in den letzten Monaten gefilmt bis in die Nacht und geschnitten. Wir haben aufgenommen, wir haben telefoniert, wir haben WhatsApps geschickt, wir haben gezoomt bis zum Umfallen, bis die Augen wehgetan haben. Wir haben Leute Postkarten geschrieben, wir haben Leuten auf den Straßen Essen gebracht, wir waren unterwegs, wir haben
Wir haben unser Bestes gegeben, um gestärkt aus dieser Krise herauszugehen. Wir haben, wie gesagt, über 15 neue Live-Groups gestartet. Wir haben Leute mit den Teams geholt und Leuten eine Chance gegeben, mit anzudocken. Und genau da rein wollen wir jetzt investieren. Wir wollen es möglich machen, dass noch mehr Menschen Gottes Gnade erleben. Gott ist so gut. Und seine Gnade ist grenzenlos. Und wenn wir jetzt zu dem Moment der Jubiläumskollekte kommen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du Gott einfach jetzt fragst, so, Herr Jesus, wie kann ich mich einklinken in das, was du hier tust? Wisst ihr, diese Kirche ist nicht auf mir aufgebaut oder auf Sarah oder auf dem Lead-Team, sondern sie ist aufgebaut auf einer Vision, die Gott Menschen geschenkt hat, die sich bereit erklärt haben, sich zu investieren. Und das sind nicht nur Sarah und ich, das sind ganz viele Menschen, die alle sich bereit erklärt haben, ihre Ressourcen, ihre Zeit, Energie zu investieren. Warum? Damit Menschen Gottes Gnade erleben. Damit sie verändert werden in ihrem Herzen. Die Lösung auf die Probleme dieser Welt finden eine Antwort in der Gnade Gottes. Familien werden wiederhergestellt. Krankheiten können geheilt werden durch die Gnade Gottes. Wir können Lösungen von Problemen und Herausforderungen empfangen und erleben durch die Gnade Gottes. Menschen erleben Erfüllung durch die Gnade Gottes. Sie erleben eine Bestimmung, dass Gott sie einsetzen möchte. Und wenn wir jetzt kommen und investieren gemeinsam, dann mach es einen heiligen Moment. Mach es einen Moment, wo du ganz persönlich vor Gott kommst und sagst, Jesus, ich klinke mich ein. Ich investiere in etwas Ewiges. Wenn ein Mensch eine Entscheidung trifft, Jesus nachzufolgen, dann verändert das nicht nur sein Leben hier auf dieser Erde, sondern auch in der Ewigkeit. Und du und ich, wir haben Anteil daran, dass Menschen die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen können. Das ist so Hammer. Deswegen mach dich bereit jetzt. Wir haben die Links im Chat mit drin. Hier unten werden sie auftauchen, wo du mit einfach investieren kannst, wo du mit unterstützen kannst, das, was Gott hier tun möchte in Köln und darüber hinaus. Wir haben große Pläne. Wir wollen Gott einfach Raum geben, sich zu Hause zu fühlen in unserer Stadt. Wir wollen Platz schaffen. Wir starten ein College, wo Leiter ausgebildet werden, die einen Impact machen sollen, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt. Und wir glauben, dass Gott noch ganz Großes vorhat. Und ich würde gern beten dafür. Wir gehen zusammen in einen Song rein, weil wir es als Teil der Anbetung sehen, zu geben. Und wir wollen dich einfach einladen, Teil davon zu sein. Wenn du ein Gast bist, wenn du zum ersten Mal zuschaust, hey, wir sind einfach dankbar, dass du da bist. Lehn dich zurück, genieß diesen Gottesdienst. Wir sind so froh, dass du da bist. Aber für die Leute, die sagen, das ist meine Kirche, das ist mein geistiges Zuhause, da möchte ich dich einfach ermutigen, Gott mit einzuladen jetzt und zu sagen, hey, wie können wir gemeinsam investieren in das, was Gott tun möchte in den nächsten 5 Jahren? Und Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Deine Gnade ist der Grund, warum wir heute hier stehen dürfen. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Gnade in unserem Leben, dass du uns rausgeholt hast aus einem Leben der Unsicherheit, der Hilflosigkeit, der Sucht, der Depression, des Verzweifeltseins, Jesus, und dass du gesagt hast, ich möchte ein neues Leben schenken. Und ich danke dir für das neue Leben, das du geschenkt hast in den letzten 5 Jahren. Bei den Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, dir nachzufolgen. Dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Und Jesus, wir gucken in die Zukunft und wir sehen einfach eine Stadt, die sich verändert. Wir sehen eine Stadt, die weniger wird in Kriminalität, die weniger wird in Missbrauch und in Krankheiten, Jesus, weil dein Geist sich ausbreitet. Oh Jesus, wir beten, dass dein Reich kommt im Himmel und auch hier in Köln. Wir beten, dass du einfach dein Reich baust in unserer Mitte und dass du unsere Finanzen, unsere Ressourcen nutzt dafür, dein Reich zu bauen in unserer Mitte. Wir danken dir für deine Gnade, Jesus, und wir geben dir jetzt schon die Ehre für das, was du tun wirst in den nächsten Jahren. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam in den Song gehen und ihr könnt gerne auf diesen verschiedenen virtuellen Wegen geben und wir sind so dankbar dafür, dass ihr gemeinsam mit uns investiert in das, was Gott tut. Gemeinsam vor Gott kommen, ihm die Ehre geben und in Einheit ihn besingen. Menschen
kommen zusammen, fremd wie Nachbarn, doch eins im Blut. Kinder von Generationen, alle Nationen aus einem Reich. Lass dich durch nichts erschüttern, schaue auf und fürchte nicht das Böse. Halt an dieser Wahrheit fest, dass dich Gott so unendlich liebt. Sei mutig, sei stark, halt stand, vergiss nicht, wer uns helfen. Den Gott der Mauern zusammenfallen lässt, besingen. Reißt auf! Reißt auf, alle Himmel, unser Lobpreis steigt, während Mauern fallen. Alle Schöpfung, alles stimmt mit ein, was Atem hat. Seine Kinder, gnädig und gut ist unser Gott. Ja, er heißt Jesus. Reißt auf, reißt auf, alle Himmel. Unser Lobpreis steigt, während Mauern fallen. Alle Schöpfung, alle Stimmen, ein Versatz im Hand. Seine Kinder, gnädig und gut ist unser Gott. Ja, er heißt Jesus. Himmel, unser Lobpreis steigt, wir
kam durch sein Blut. Jesus, Licht des Himmels, Freund für immer, sein Reich bricht an. Yes. Herr, wir haben gerade eben in Epheser 2, Vers 8 gelesen, weil Gott so gnädig ist, hat er uns durch unseren Glauben gerettet. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst mit deiner Beziehung zu Jesus, ob du sagen würdest, du bist ganz nah dran oder du bist ganz nah weg oder du bist zufällig hier auf diese Linke gekommen. Ich möchte dir sagen, dass Gott seine Gnade dir heute zur Verfügung stellen möchte. Wir haben diese Symbole immer am Ende der Predigt, wo wir dich einfach mit reinnehmen wollen und dir erzählen wollen, dass Jesus als allererstes dich liebt. Dafür steht dieses Herz. Gott liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er für dich einen Weg gegangen ist, den du eigentlich hättest gehen sollen, den ich eigentlich hättest gehen müssen. Und er hat für unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Und er hat durch Gnade einen Weg freigemacht, wo du und ich heute an diesem Tag Zutritt, Zugang haben zu einer Beziehung mit Gott. Das ist doch der Wahnsinn. Und alles, was wir machen müssen, ist, unser Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Und in diesem Moment, so wie wir es gerade gelesen haben, rettet uns Gott durch Glauben und schenkt uns neues Leben. Nicht nur hier auf der Erde, sondern auch in der Ewigkeit. Und es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich möchte dich ermutigen, da wo du bist, dein Herz zu öffnen und das mit mir gemeinsam zu beten. Es ist Gottes Gnade, die dir heute zur Verfügung gestellt wird, damit du ein neues Leben starten kannst mit Jesus an deiner Seite. Er möchte dein Ratgeber sein, dein Freund, dein Tröster, dein Helfer, dein Wegbegleiter, dein Heiler. Und Jesus ist der absolute Hammer. Ich liebe Jesus von ganzem Herzen seit dem Moment, wo ich seine Gnade zum ersten Mal erlebt habe. Es ist ein unverdientes Geschenk, was er dir heute machen möchte. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, dann öffne dein Herz und dann bet dieses Gebet einfach mit in deinem Herzen und du wirst erleben, wie Veränderung eintritt. Da, wo du bist, bete einfach mit in deinem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du einen Weg freigemacht hast, dass ich in eine Beziehung mit dir treten kann und ich gebe dir heute mein Leben. Ich gebe dir mein Leben und erlaube dir, dass du die Kontrolle über mein Leben übernimmst. Ich möchte neues Leben von dir empfangen. Ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Ich möchte erfahren, was deine Pläne sind für mein Leben, was du vorhast, wie du mich siehst, was du dir gedacht hast, als du mich geschaffen hast. Und ich vertraue dir heute mein Leben an. Und jeden Bereich in meinem Leben. Und Geist Gottes, ich bete jetzt, dass du kommst und dass du diese Menschen erfüllst mit deiner Kraft und mit deiner Liebe und dass sie spüren, dass du da bist und dass du anklopfst an ihrem Herzen und dass diese Tür aufgeht und dass du einziehen darfst heute. Und wenn du das bist, dann möchte ich ermutigen, hey, drück das aus, was in dir passiert ist heute. Hier gibt es diesen Button, wo du klicken kannst. Ich habe mein Leben Jesus gegeben, dieses Handheben und ich hebe mit dir die Hand heute. Und wir geben neu unser Leben Jesus und sagen, dass er im Zentrum stehen soll unseres Lebens. Und wir haben ein Team im Hintergrund, was es lieben würde, sich mit dir zu connecten, was an deine Seite kommen möchte. Wir leben Church als Family. Wir wollen gemeinsam das Leben teilen und wir wollen dich unterstützen. Wir wollen dich im Glauben stärken. Dazu gibt es unsere Kirche, damit du im Glauben gestärkt wirst, damit du herausfindest, was Gott für dich vorbereitet hat. Deswegen nutzt diese Chance, dich heute zu connecten mit Leuten aus unserem Team und wir würden es lieben, an deine Seite zu kommen. So gut, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Wir applaudieren dir hier auf der Erde. Auch der Himmel feiert mit dir gemeinsam. Es ist die beste Entscheidung, die du heute treffen konntest. Amen. Welche Liebe fließt
dort vom Kreuz zu uns. Sie macht alles schön, was sie berührt. Welche Hoffnung strömt dort vom leeren Grab zu uns. Sie durchdringt die tiefste Finsternis. Jesus, Jesus hat die Schuld bezahlt, als er am Kreuz sein Leben gab. Dort hat er für uns den Tod besiegt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Oh, welche Gnade! Welche Gnade! Vom Kreuz in unsere Welt.
sie verwandelt Scham in Herrlichkeit. Oh, wie viel mehr Herrlichkeit. Als er am Kreuz sein Leben gab, dort hat er für uns den Tod besiegt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Oh, danke, Jesus. Wow. Was für ein genialer Gottesdienst. Hey, wenn du uns noch nicht kennst und wenn du diesen Gottesdienst allein geschaut hast, lass uns das ändern. Es gibt zwei Sachen, die du tun kannst. Und zwar erstens, füll eine Connect-Karte aus. Wenn du eine Connect-Karte ausfüllst, rufen wir dich in den nächsten Tagen an. Wir beantworten alle deine Fragen. Wir freuen uns mega, dich kennenzulernen. Zweitens, schließe dich einer Live-Group an. Wir treffen uns jede Woche in unseren Live-Groups, schauen zusammen den Gottesdienst. Wir teilen das Leben, wir stellen Fragen, wir wachsen im Glauben. Wenn du noch keine Live-Group hast, melde dich für einen an. Wir würden dir auch super gerne helfen, die passende Live-Group für dich zu finden. Am 11. Juli haben wir unseren Surf Day. Da wollen wir unsere ganze Stadt mit Gottes Gnade überfluten. Das ist eine globale Initiative. Und an diesem Tag werden Hunderte von Kirchen in ihren Städten rausgehen, um ihre Stadt zu segnen. Wir laden dich ein, hier in Köln dabei zu sein. Mehr Infos findest du auf unserer Webseite. Du kannst dich dort anmelden und Teil von einem Projekt zu sein, das wir planen. Es wird richtig genial. Leute, wir wollen euch nochmal von ganzem Herzen Danke sagen. Wir lieben es, mit euch Kirche zu bauen. Wir danken euch für euren Einsatz, für den Impact, den ihr habt. Wenn du uns noch nicht kennst, wenn du Fragen hast, bleib dran. Gleich im Anschluss ist Next Step. Euch wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Wir sehen uns ganz bald. Ciao. Jesus, the way to truth.